Servus Leute, zurück zu Let's Play Craft the World. Wir sind sehr gut vorangekommen in letzter Zeit. Haben uns also die Zwerge sind alle jetzt zum Schlafen. Oder du bist voll? Ja, du bist voll. Die Zwerge liegen gerade alle, erholen sich. Gleich kommt eine neue Welle an Gegnern. Da müssen sie fit sein. Fit für den Kampf. Ich glaube, vielleicht sollte ich doch bloß Erde machen. Andererseits, nee, wartet. Ganz ehrlich, Erde kriege ich en masse. Ich mache die Wände von meinen Konstruktern aus Sand. Weil es einfach viel besser zu dieser Welt passt. Und die Struktur selbst wird Steinmauer. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Weil ich befürchte Schlimmes, dass sich ja so komisch mit den Ziegelmauern zumindest so verformt hat, als ich dann welche aneinandergereiht habe in der Waagrechten und so. Hat es komische Formen gemacht. Naja. Ich könnte mal wieder beschleunigen. Gut. Ich hoffe. Ja, genau. Was habe ich jetzt diesen Part vor? Ich habe diesen Part vor, die Welle erstmal zurückzuschlagen. Dann wieder ausschlafen. Also ganz normal. Wie viel Magie habe ich eigentlich? Eins. Zwei. Könnte man mehr gebrauchen. Ich glaube, ich. Tindaron hat ja schon den Kommentar gebracht. Die Magier sind ja ziemlich geil eigentlich. Und irgendwie glaube ich. Ja. Ja. Könnte was dran sein, wenn sie genügend Tränke haben. Gut, das haben wir geschafft. Das ist jetzt erotisch. Hocherotisch. Holzstäbe. Oh ja, zwei Stück. Ich habe ja gerade nachgeschaut. Jetzt ist das Rezept weg, aber ich weiß ja, was da reinkommt. Glas. Das wird zwar nicht mehr zum Kampf fertig werden. Wie viel Bögen brauche ich? Wie viel Bogenschützen habe ich? Eins. Ja, zwei. Dann können wir auch Bögen machen. Davon wäre Holz ist gar nicht mehr so schlecht, sehe ich. Oh. Zwei davon und Rest sechs Stahlschwerter. Da kann ich bloß eins machen. Da fehlt mir Stahl. Aber dann bin ich auch mit dem Stahl, glaube ich, schon so gut wie durch. Okay. Pausieren. Zeit zum Sammeln. Genug geschlafen. Besonders die da unten sollen jetzt da raus. Leider kann ich nicht schon mit neuen Waffen ankommen, aber naja. Besser als nix. Das dauert halt jetzt ewig. Dadurch, dass ich viele Steinmauern mache. Ich könnte noch einen zweiten machen, aber nee, dazu bin ich zu geizig. Andererseits, der kostet ja eigentlich nichts. Das kostet ja nichts. Machen wir noch einen zweiten, dann geht das viel schneller. Aber natürlich erst nach dieser Welle. So, sammelt euch. Kleines bisschen beschleunigen, doppelt beschleunigen und... Ich kann euch noch nicht mitzaubern. Ah, doch. Doch, ich kann euch mit Zaubern jetzt unterstützen. Yes. Na dann. Na dann. So. Diesmal kommen sie von links. Jetzt bin ich gespannt. Befreien Sie die Lamas? Ah, da kommen jetzt auf jeden Fall Schildträger mit. Heißt, und Brückenbauer. Aber Brückenbauer bringen auf dieser Welt jetzt mal nichts. Ah, ich glaube, da es bloß eine Wand ist, die dazwischen ist, bevorzugen Sie in diesem Fall durchbrechen. Soll mir recht sein. Ah, da kommen sie schon. Die Flieger.
So, dann bekämpft sie mal in der Zeitlupe. Oder normaler Geschwindigkeit. Es ist immer gefährlich, wenn sie ein bisschen zu hoch sind. Dann kriegen sie die Leute nicht. Das ändert sich, sobald ich Magier habe. Magier fetzen sie weg. Keine Chance mehr. Och, das ging jetzt gerade. Diesmal nicht so schlecht gelaufen wie beim letzten Mal. Ja. Wow. Die haben echt hier... Die sind so fett geworden da drin. Die haben... Hier, glaube ich, den Sand weggemacht. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Aufgepasst, aufgepasst. Da machen sie jetzt das Schild. Damit habe ich gerechnet, ja. Genau so ist es gedacht. Wir klopfen sie jetzt durch die Tür durch. Na, die will ich eigentlich nicht. Die will ich eigentlich wieder wegklicken. Die muss ich nicht zwingend killen. Andererseits. Ja, wenn ihr gerade gut drauf seid, dann dürft ihr es machen. Aber nur... Oh, da ist ein starkes Skelett drin. Ich hasse diese starken Skelette. Die machen richtig Schaden. Hier locker ein Herzschaden. Wie sie die Lamas abschießen. Das ist unnötig. Gut. Nein. Wobei, wenn du... Unbeschadet... Ja, schade. Unbeschadet geht nicht. Ganz und gar nicht geht das. Dann nutzen wir doch gleich mal die Zeit und schlafen. Schlafen. Da kommt nämlich keiner mehr. Schlafen, schlafen, schlafen. Gut. Die werden durch... Ja, du bist immer noch dem Fehl. Ich kann ihn aber nicht wegmachen. Ich krieg den nicht... Doch. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich kann es wegmachen. So, die Zwerge haben gut gekämpft. Das können wir fixen. Hier, das Loch. Ich würde die gerne platt machen, aber da brauche ich Magier. Mit der Hilfe von Magiern sollte es dann auch klappen. Jetzt müssen wir uns erstmal erholen. Danach habt ihr immer noch was zu tun. Und das nicht zu wenig. Das stimmt ja, ich wollte ja den Feuerball eigentlich mal machen. Bäm! Bäm! Auf Kosten von Magie. Hier schön leveln. Na gut, die Stahlschwerter machen den Rest. Wenn ich Stahlschwerter mache, was kommt denn als nächstes? Ja, bis Silberschwerter dauert es noch eine Weile. Dann macht es, glaube ich, Sinn, sogar den Stahl in Stahlschwerter umzusetzen. Muss ich bloß mal schauen? Ich schaue immer gerne hier, weil hier finde ich es am einfachsten. Stahl. Das ist nicht genug. Doch, fast. Ja, nicht genug, aber fast. Es reicht. Sagen wir es so. Okay, beschleunigen wieder. Ein helligster Tag. Wir waren siegreich. Es gibt einiges hier einzusammeln. Dann muss ich hier diese Viecher loswerden. Beziehungsweise einfangen. Das kommt dann mit der Landwirtschaft, sobald ihr... Habe ich da jetzt schon eine weitere Werkstatt in Auftrag gegeben? Ja, habe ich. Oder? Nein, habe ich nicht. Da muss ja erst noch der Tisch und alles produziert werden. Oh, hier brauche ich sowieso Platz. Dann kommt hier die zweite Steinwerkstatt. Dann habe ich dort unten wenigstens jemanden, der Stein macht. Essen. Mhm. Können wir ein bisschen was
wir da drauf tun. Gut, okay. Das ist ein großer Tisch. Das ist ein normaler Tisch. Schmied walte deines Amtes. Danach müssen wir diesen Mumienzombie loswerden. Theoretisch macht es Sinn, hier eventuell noch einen Durchgang zu machen. Oder auf. Dann haben die hier einen angenehmeren Weg nach hier unten. Muss dann aber auch Licht machen. Und ein paar Zwischenleitern. Hier hole ich mir all das schöne Kraut, was hier gewachsen ist. Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Ja genau, den Hintergrund wollte ich mit Sand machen, also muss ich alles mit Erde ersetzen. Erde wäre zwar auch möglich, aber hier zumindest auf der Ebene kriege ich auch ab und zu mal Sand raus aus dieser hellen Erde. Worst-Case-Szenario. da geht's gleich weiter. Ach, das ist doch herrlich. Du wirst angegriffen? Der bettelt sich mit der Pflanze. Geil. Und was wurde ich denn angegriffen? Wahrscheinlich vom Wirbelsturm oder sowas. Hier ist ein Mini-Zombie drin. Krass. Übrigens, das da dient hier eigentlich der Verteidigung. Also es soll eine Verteidigungsanlage dann mal werden. Aber ohne die Supertürme später bringt es noch nichts. Könnte ich es zwar vorbereiten, aber würde wahrscheinlich eher denn helfen. Vor allem, das zählt als ich werde angegriffen. Der macht doch gar nichts. Also, die Pflanze gehört mir doch nicht. Selbst wenn, interessiert mich doch nicht, was der Pflanze da geschieht. Hallo, was sind wir denn hier? Ah, diese schnellere Musik, die gefällt mir. Finde ich schade, dass es manchmal Musikaussätze hat. Ich werde angegriffen. Ja, das macht Sinn, dass der mich angreift. Es ist bloß fragwürdig, wo du hingehst. Das ist durchaus fragwürdig. Ah, klar. Ach ja, ja. Das ist das Wichtige. Halt. Immer noch nicht fertig. Ach so, habe ich schon. Okay. Immer noch nicht fertig. Komm, mach mal die Steinwerkstatt. Das wird, glaube ich, hier gemacht. Komm, töte den. Der geht mir langsam auf den Geist. Ja, lasst alles fallen. Ihr seid Helden. Oh, wartet. Irgendwelche. Ja. Kann ich schon versorgen. Mit neuen, frischen, starken Waffen. Du Bogen. Bogenhammer. Du, meine Schwerter habe ich noch nicht. Du, Bogen, kann ich versorgen? Sehr schön. Warum ich ihm einen Kletterer mit einem Bogen gegeben habe, frage ich mich aber gerade schon ein bisschen. Aber egal, das macht nichts. Du kriegst eine Stahlspitzhacke. Stimmt. Ja. Du wirst noch zusätzlich Jäger, weil Jäger, Magierjäger ist ziemlich gut.
Endlich ist hier Ruhe. Jetzt kann ich auch die Lamas fangen. Nachdem ich Fallen gebaut habe. Da war ja was und dazu brauche ich Landwirtschaft. Ein Teufelskreis und dazu brauche ich die Werkstatt. Wo ist die Werkstatt, verflucht? Ich habe doch schon eine. Nein, ich habe natürlich noch nicht die Werkstatt gemacht. Ach, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Weil die Zutaten für die Werkstatt erst herstellen. Ah, jetzt geht's. Oh, da ist sogar der Platz schon für die Werkstatt vorhanden. Jetzt geht es doppelt so schnell. Verstärkt das Haus? Was? Ja gut. Gestaltet das Haus komfortabler. 6400. Beschütze dein Zuhause. Diese Quests kann ich erledigen. Beschützen. Natürlich können wir das beschützen. Machen wir mal. Es war eigentlich nicht so gedacht, dass da drin Käfige drin sind, aber ganz ehrlich, schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Da sollten das Holzspikes rein. Eigentlich. Beschütze zu Hause, abgeschlossen, gut. Und was war das andere noch? Gestalte das Haus. Ich habe ja ein paar Sessel oder so. Die kann ich jetzt, kann ich einfach mal einsetzen und dann passt es schon. Hier so ein Lederstuhl. Einfach mal hier hinsetzen, passt schon. Okay. Nein, 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 nicht töten. Fangen, fangen ist wichtig. Nicht töten. So, ich habe jetzt zwei, aber es wird bloß an einem was gemacht. Das ist ja natürlich super. Komm, das hat höchste Priorität. Da soll noch einer arbeiten. Na gut, höchste ist jetzt übertrieben, aber es hat hohe Priorität. Das dadurch. Hier haben wir Kohle. Hier haben wir Eisenerz. Beides Sachen, die ich haben möchte. Hier genauso. Eisenerz. Hier gibt es generell viel zu tun gerade. Sehr viel zu tun sogar. Dass die Zwerge wahrscheinlich nicht nachkommen. Aber sobald hier das mit dem Stein geschafft wurde. Sobald das fertig ist. Geht's ab. Dann geht's ab. Hier eine Farm, dort unten Tierfarm. Bam. Dann habe ich zumindest genügend Seile und. Ah ja, ganz wichtig, dann habe ich auch endlich Rucksäcke. Das ist ja jetzt im Moment das Riesenproblem, dass ich keine Rucksäcke habe. Da geht's. Oh, da gibt's noch mehr Kohle. Ein Traum für jeden Zwerg. Hier gibt's so viel, und die kommen nicht nach. Unmöglich, hier nachzukommen. Dum, 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 dum. Mir wurde der Tipp reingeschrieben in die Kommentare hier, vielleicht nicht überall eine Leiter hinzubauen, sondern so alle drei Blöcke, weil so hoch fallen sie dann wahrscheinlich. Oder würden sie fallen? Andererseits, ich brauche hier unten überhaupt gar nichts. Außer vielleicht, ja, eine Fackel. Gut, der ist da durch. Wobei, gut, hin oder her, er ist da durch. Hier ist ein interessantes Gebiet. Ist es unentdeckt? Also unerkundet, sagen wir es so. Unerkundet ist der richtige Begriff. Ich weiß nicht, ist das gefährlich oder nicht gefährlich? Was mir nicht gefällt, ist, ja, arbeitet hier, hier, hier. Ich habe extra eine zweite hingebaut. Macht mal was. Und wenn es einsammeln ist, ja, gut. Gut. Backe rum. Sehr gut. Was hast du? Ah, Buch des Kletterers. Ich könnte mal was zerstören davon. So viel brauche ich nämlich nicht mehr. Die ganzen Keulen. Weg damit. Ja, die Keulen sowieso.
Also Stachelkolben waren gemeint. Weg damit. Den Holzstab muss ich noch ausrüsten. Da, Skelettkeulen. Weg damit. Gutes Holz. Eisen. Immer her damit. Schön Recycling. Okay. Wer ist da schneller? Der Bogenschütze oder der Wurm? Der Bogenschütze war erfolgreich. Ich mache hier überall lieber mal eine Fackel rein, weil das stört uns bloß. Wenn da irgendwas Hässliches spawnt. Eine Schnecke wäre jetzt nicht so schlimm, wenn da spawnt, aber sonst gibt's Hässliches, dass das spawnen kann. Dadurch vielleicht. Nur neugierig, was könnte da sein? Und das müssen wir farmen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist ja extrem wichtig. Nicht nur am Anfang. Wie schaut's aus? Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Beim nächsten Mal werden wir dann das schaffen. Denn wir machen jetzt einen Cut und beim nächsten Mal wird dann in Landwirtschaft und in Rucksack investiert. Oh, ein Geheimraum. Das könnte auch interessant sein. Oder gefährlich. Oder gefährlich, meine Leute. Das könnte auch... Okay. Nein, bleib hier. Ach, komm, ich will dich doch bloß auswählen. Ach, wir müssen eigentlich aufhören. Aber ich kann nicht. Ich muss schauen. Was ist da? Ja, mehr. Oh, warte, da schauen wir noch mehr weiter. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Oh, schaut mal. Oh, diese Vorkommen, die werde ich auch... Oh, ich habe so viel zu tun. Wartet, ich muss hier eine Fackel platzieren. Schön alles ausleuchten, damit hier nichts Dummes spawnt. Freigeben. Das können wir abbauen. Dann können wir hier abbauen. Das kann weg oder erfarmt werden. Dann hier, das kann weg. Weil ich möchte, ich könnte eigentlich die ganze Ebene hier abtragen. Hier machen wir zu, damit ich hier hochfarmen kann und das alles erfarmen kann. Ach, so viel zu tun. Ach, die Zwerge kommen gar nicht nach. Und, endlich machen zwei. Das müsste dann nächstes Mal locker geschafft werden. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben es geschafft. Ciao, bis zum nächsten Mal.